Ich muss immer gucken, dass immer alles an ist. Aber willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Toss. Ich habe noch mal ein bisschen mein Layout angepasst. Ich glaube, jetzt sieht man hier oben auf der Seite hier ja so meinen alten Screen, der hier immer noch hängt, und meine grün gestrichene Wand. Das sind ja auch Relikte aus den vergangenen Tagen. Und ja, ihr habt es aber im Titel gesehen, ignoriert. Ich habe es mal wieder versucht, erfolgreich zu ignorieren, dass wir Clanspiele haben. Ihr wisst, ich bin Clanspiel Ultra Muffel, also ich mag die Clanspiele gar nicht. Und aber hier im Clan der Herausforderer, muss ich sagen, ja, eigentlich mal eben den Account wechseln, ist ja, da sind wir halt nicht so viel und wir schaffen, glaube ich, die 30.000 nicht. Oder haben die 30.000 schon gepackt? Weiß ich jetzt gar nicht. Da muss ich jetzt mal nachgucken. Gehen noch mal rauf. Und oh, die 30.000 haben wir doch gepackt. Okay, wir haben noch 18 Stunden, 3 Minuten Zeit. Und es gibt ein paar 4000er, eigentlich gibt es immer ein paar 4000er mehr, aber sind wir mal ehrlich, mit 12 Leuten jetzt, selbst wenn jetzt, ja, ich meine, wenn alle 4000 holen, dann hätte das gepasst, aber so wird das schwierig. Und vor allen Dingen, wenn du dann einen dabei hast, der noch gar nichts oder so ziemlich noch gar nichts gemacht hat. Ihr seht, ich habe 100 Punkte eingespielt, das ist ganz mau, ich weiß es selber, aber ich kann mich zu diesen Clanspielen nicht wirklich aufraffen. Muss ich echt mal so sagen. Und 3 Sterne, es zählen nur die Sterne in den ersten 6 Sekunden. Damit 2 Sterne in Duellen. Ich meine, das sind ja die einfachen Sachen hier. Ne? Die gehen ja auch ein bisschen schneller. Also erst hatte man ja das Gefühl, nachdem die Clanspiele in irgendeinem Update ja hart geändert wurden. Ja, ich muss mal reingucken, was wir noch zu tun haben. Ich habe auch noch Pass offen, Leute. Was haben wir denn hier noch zu tun eigentlich in dem Dörfchen hier? 1000. Okay. So viel ist es nicht mehr. Und sind das Schleichis? Mehrspieler. Okay. Nichts Nachtdorfmäßiges mehr oder was? Mehrspielergebäude. Okay. Das ist Heimatdorf. Kriegen wir auch nicht mehr hin. Das ist Mehrspieler. Oh, ist also tatsächlich alles Mehrspieler hier. Okay. Dann holen wir einfach nur 2 Sterne in Duellen. Das sollten wir manchmal hinkriegen, ja. Das sollten wir manchmal hinbekommen. Und hier über die gesamte Flanke rüber. Tablet ein bisschen festhalten. Und wo wir denn ein paar Prozente mehr machen. Tot. Da würde ich sagen. So. Und ja, wie gesagt, ich bin echter Kleinspielmuffel auf Molz, man eigentlich gut spielen kann. Die Clanspiele gehen 7 Tage und wenn du dir sagst, Mensch, ich mache jeden Tag so 400-500 Pünktchen, kommt man natürlich auch A zu sein 4000 und spielt natürlich gut im Clan zu. Ist eigentlich echt schnell möglich. Ihr seht das ja hier jetzt in dieser Folge. Machen wir ein paar Minuten. Und allerdings werden ja 2 Sterne auch schon sportlich, wenn die Tonne jetzt nicht da auf die 3 fliegen. Shit. Oh, haben wir nicht geschafft. Vielleicht sollte man sich auch einfach ein, zwei aufbewahren. Also fürs ganze Ende. Oh, meine Kampfmaschine könnte natürlich noch ein bisschen was reißen. Tesla Bogenschützenturm. Gucken, wo die als nächstes hingeht. Vielleicht geht es auf Rathaus. Was ich nicht glaube. Jetzt kommt die Doppelkanone mit dazu. Die ist ziemlich stark. Jetzt erst die Bauhütte oder den Wachposten. Ah, jetzt hätte es einen Schlag nur noch gebraucht. Naja, wollen noch einen zweiten machen. Wenn der Gegner denn... Ja. Das Gute ist, ihr werdet das gleich sehen, das ist ja eine Neuerung gewesen aus dem letzten Update, dass wir direkt in die Herausforderung bzw. ich wollte gerade sagen Meisterhütte, in Clanspielhütte direkt reinspringen können. Finde ich sehr, sehr gut. Man muss da nicht immer Dorf wechseln hin und her, nur weil da oben die Karre ist, weil du es ja hier halt nicht hast. Ja. Der Gegner muss kurz abschließen, damit ihr wisst, was ich meine. Eben noch ein Sternchen machen. Ich weiß, es ist jetzt Nachdorf. Aber es geht ja ums Prinzip Clanspiel. Ums Prinzip Clanspiel. Ich glaube, ich denke mal, das kann man eigentlich so machen, wie ich es gesagt habe. 400-500 Pünktchen jeden Tag. Das schaffe ich ja sogar mit allen Accounts eigentlich. Und dann hat man Ruhe, oder? Man kann auch, viele machen das ja auch gleich am ersten Tag, die ersten 2-3 Stunden, 4000 Punkte und ein bisschen davon ab, geht natürlich auch. Habe ich auch mal gemacht, eine
Ich wollte gerade sagen, eine Zeit lang. Eine Zeit lang wäre es übertrieben, aber ich glaube, ich habe es einmal gemacht, wo ich mir gesagt habe, ich haue jetzt alles raus, dann für 6 Tage hier nichts mehr machen, weil ich nichts mehr machen kann. Und deswegen ist das eigentlich gar keine so schlechte Sache, sich da solche Ziele zu stecken. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ja, denn die Clanspiele sind ja so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen so ein kollektives Game oder Spiel. Denn alle müssen etwas dazu beitragen, damit am Ende die größtmögliche Punktzahl rauskommt. Am besten natürlich alle Punkte. Wobei es natürlich auch so welche gibt wie mich, so Leecher, Clanspiel-Leecher, das mache ich nachher im anderen Clan, wo ich einfach nur so 100 Pünktchen hole und dann ist gut. Aber hier seht ihr das, wenn ich jetzt direkt hier reingehe, dann komme ich dahin. Vorher musste ich immer einmal aufs Bötchen klicken, rüberfahren, um dann das nächste zu machen. Das ist so das Schwierigste von allen hier. Da tue ich mich auf jeden Fall immer sehr, sehr schwer mit. Weil es natürlich Hindernisse gibt, die wir abbauen können. Hier gibt es immer nur 2 Stück für mich. Ich weiß, ich habe mehr. Braucht er mir nicht sagen. Aber die baue ich alle nicht ab. Hier habe ich heute schon mal abgebaut. Okay, das ist ein bisschen doof. Hier habe ich schon einmal abgebaut. Dann müssen wir, glaube ich, doch mal wieder so ein paar Rasenflächen wegmachen. Die könnt ihr einfach so wegmachen. Die verschwinden und zählen auch als Hindernis. Und nehmen wir noch das. Haben wir es auch fertig, 50 Punkte, wieder mehr, ihr seht. Man sich einfach mal so, ich meine, die 100 habe ich auch heute Morgen gemacht. Wenn man das einfach so macht, man könnte ja jetzt hier eine Juwelenmine für 100 Punkte. Echt, das ist eigentlich wirklich, wirklich mau. 200.000 Gold im Mehrspielerkampf, auch das ist ja. Ha. Eigentlich easy. Das war hier noch Spenden eigentlich. Hier noch spenden. Perfekt. Sehr schön, dann machen wir das eben. Schuldig, wir machen natürlich sofort einen Angriff. Keine Frage. Und dann gehen wir rein. Hier für das Clanspiel 150 Punkte brauche ich, ne? 200.000 ist nicht schlecht. So, nebenher meinen Kaffee schlürfen. Damit er nicht schon wieder so kalt wird. Wie in den letzten Folgen. Aber wir müssen natürlich auch einen adäquaten Gegner finden. Für unsere Armee. Ich habe noch meine Lufttruppe dabei, aber ich habe jetzt Lufttruppe werde ich weiterhin nutzen, aber ich habe jetzt noch keine dunkle Truppe genommen. Dunkle Truppen sind jetzt 4 Tage, ich meine, es sind noch 4 Tage, günstiger. Gucken wir gleich mal, was die großen Drachen da kosten. Also die neuen Drachen. Feuerdrachen heißen die, glaube ich, ne? Und dann gucken wir uns das kurz mal an, was die im Moment im Angebot sind. Ich glaube 80% günstiger, 70-80% günstiger, was ich sehr, sehr gut finde. Sehr fairer Deal mal wieder von Supercell. Können wir mitnehmen hier. Der baut gerade das Rathaus da aus. Das ist gut. Oder sagen wir mal so, das ist jetzt nicht schlecht. Natürlich jetzt heftigst nah gesetzt hier. War vielleicht ein bisschen zu nah. Sehen, dass das Lager hier noch weggeht. Geht es. Perfekt. Mal sehen. Jetzt kann die Queen ja eigentlich in welche Richtung auch immer gehen. Okay, der Scattershot setzt uns da schon leicht zu. Die werden natürlich doof laufen, aber ist nicht so schlimm. Denn die Base ist ja zu allen Seiten offen. Erwischt es den Scattershot da noch? Ah, komm. Nein. Machen wir jetzt. Gehen mal mit dem King hier rein. Wollen die Queen unbedingt am Leben halten. Oh, da ist auch gleich eine Falle. Okay. Wollen den King auf jeden Fall unbedingt am Leben halten. So, das geht da weg. Und dann brauche ich, glaube ich, gar nicht das Ding nehmen. Pass mal auf. Wir machen das mal so und so. Oh nein. Der Teil kriegt schon Beschuss. Das ist natürlich doof. Das ist jetzt ein bisschen doof, Leute, dass das jetzt schon Beschuss bekommt. Und meine Queen, mal sehen, ob die es noch weiter aufrechterhalten kann. Aber das stört da gerade so ein bisschen. So, von hier außen gehen wir mal mit dem royalen Champion rein. Ein bisschen Cleanup muss sein. Hier einmal jetzt in die Unverwundbarkeit gebracht. Eigentlich wollten wir ja was ganz anderes haben, ne?
da kriegen wir jetzt gar nichts von, oder was? Ah, doch, ein bisschen doch, ne? Wir brauchen ja ein bisschen Gold für unser Spielchen. So, wo haben wir noch was? Da haben wir noch... Oh, der hatte den Adler auch im Ausbau, ne? Glaube ich. Da haben wir natürlich echt ein bisschen Lack gehabt jetzt gerade, dass der den Adler hier im Ausbau hat. Und, können wir noch irgendwo ein Gift nehmen? Ja, wir giften mal die Luftabwehr. Macht zwar keinen Sinn, aber haben wir den Gift mitgenommen. Und ich konnte jetzt, glaube ich, keine Truppe nachbauen von den dunklen Truppen, weil ich zwei dunkle dabei hatte. Aber hier ist ja gar keine dunkle Truppe dabei gewesen. Oder war das? Ah, ich glaube, das war auf dem anderen Account. Da rächt sich das jetzt, dass er natürlich überall die Ecken auf hat. Meine Walküre konnte da gerade so reinstolzieren und konnte das alles wegmachen. Also die 150 Punkte auch wieder eigentlich leicht verdient. Ich weiß gar nicht, warum ich mich eigentlich immer so anstelle. Mit den Clan-Spielen. Helden sind jetzt sofort wieder da. Sterne-Bonus haben wir auch gekriegt. Und wir können die nächste Herausforderung nehmen. Und schon haben wir eigentlich unsere, ja, ich sag mal, unsere Tagespunkte jetzt noch nicht. Müssen jetzt schon noch ein bisschen mehr machen. Sehe ich gerade. Aber ist ja echt eigentlich easy peasy. Mache jetzt auch mal fordere neu an. Das mache ich jetzt aber offline von oder off abseits von euch. Ich wollte aber jetzt eine Truppe eben mal stärken. Und zwar die wir noch gar nicht gemacht haben. Superdrachen heißen sie. Superdrachen habe ich ja noch gar nicht in Ausbildung gehabt. 7.500 ist günstig. Wir brauchen natürlich kein dunkles mehr. Macht aber auch nichts. Die zweite Supertruppe lasse ich mir noch offen. Denn wir haben ja ab übermorgen, also wenn ihr das Video seht, ist es ja Montag, also ab Dienstag, ja, Liga, das müsste eigentlich so sein. Ich gucke mal in die Ereignisse. Wir haben Beginn 1 Tag 17 Stunden und wir suchen auch händeringend noch ein, zwei Rathaus 14er hier. Also wenn ihr noch ein Rathaus 14 über habt, was vielleicht noch nicht so ultra stark ist, aber kein 12er ist, kein 13er ist, sondern 14er mit einer ordentlichen Base. Mit einer ordentlichen Base meine ich auch mit einer Defensive, die jetzt nicht aussieht, als wenn sie gerade so erschaffen wurde, sondern schon so ein bisschen ausgebauter ist. Und dann kommt ihr ruhig rein in den Clan Herausforderer. Der Clan ist manchmal offen. Sex Pistol macht den einfach manchmal auf hier. Können ihr alle mal so ein bisschen reinschnüffeln hier. Moin Toto und Tschüss. Und im Moment ist er sogar offen für alle. Machen ja auch manche. Und dann würde ich sagen, bauen wir die mal nach. Oder nicht bauen wir die mal nach. Die waren 40 teuer hier. Oh, da kriegt man ja nicht viel, ne? Vier Stück. So genau weiß ich noch gar nicht, was man da eigentlich macht und wie man da vorgeht. Warte mal, eine Blimp, ein paar Drachen, ein paar Helden. Boah, macht man gar nicht mal so viel, ne? Sehe ich jetzt gerade. So, da können wir aber noch einen nehmen. Vielleicht noch ein bisschen... Ach ne, Cleaner braucht... Ich glaube, man braucht gar keinen Cleaner. Eine Zauber, bin ich mir jetzt nicht sicher. Was man bei den... bei den Trüppchen so braucht. Oh, Giftzauber? Ne, brauchen wir gar nicht. Oder blitzt man da eher? Schwierig zu sagen. Oder nimmt man Sprungzauber für die Helden? Auf jeden Fall nimmt man da was anderes. Das frage ich mal gerade an. Also, ich mache jetzt einen kurzen Cut. Kann also eine Sekunde dauern, aber wir wollen mal ein bisschen PS geben hier. Den nehmen wir mal eben nach. Gibt es den nicht heute für Noppes? Ah, ne, schade. Hätte ja sein können und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder, denn ich sehe, das Video wird auch schon wieder ganz schön lang. Ist aber nicht so schlimm, es geht ja um die Clan-Spiele und die können, glaube ich, gar nicht lang genug werden. Und ich sehe gerade, ihr habt gar keine Musik, obwohl ich Musik angemacht habe. Dann muss ich die ersten 15 Minuten jetzt irgendwelche Titel da reinschneiden. Mache ich aber sicherlich. Popmusik kann es nicht sein und so richtig tolle Musik auch nicht. Hatte mal wieder jemand in die Kommentare geschrieben, weil wir brauchen copyright-freies oder copyright-freien Stuff hier, also Musik, die wirklich copyright-free ist, wo niemand seine Rechte drauf hat und sagt, ihr könnt das überall abspielen, wo ihr wollt, meine Musik, und ich spiele in der Regel dann Musik von der Non-Copyright-Geschichte ein da, NCS, so heißt es, Non-Copyright-Sounds, in der Regel in meinen Videos unter Twitch, bei den Livestreams, was anderes von Twitch, das ist dann aber auch nur unter Twitch frei, obwohl das auch manchmal da gemeldet wird. Alles Tuba-Buba, kurzer Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Sehr ärgerlich, ich habe jetzt eigentlich ein doofes Spiel angenommen. Ich hätte mal ein Spiel mit meiner annehmen sollen, weil ich gar nicht, wer wusste, dass ich jetzt einen Hybrid am Start habe. Aber für 150 Punkte
einen Ballon mitnehmen. Und Ballons, ich denke mal, Ballons hast du fast in jeder Armee mit drin. Also in ziemlich, ziemlich vielen zumindest. Und die gehen wir hier eigentlich mal vor. Da sind viele Helden. Da ist ein Scattershot. Und machen wir mal hier. Gehen wir mal hier rein. Moin. Sitzt du, oder? Ja. Moin, ich bin der Thorsten mal wieder ohne, aber mal so wieder mal ganz ohne. Mach das da mal weg, dass die. Oh, meine Queen. Oh. Oh, meine Queen. Fast, aber nur fast. Okay, dann kann es noch ein bisschen weitergehen. Ah, fast hätte es die Queen erwischt. Fast hätte es die Queen erwischt. Aber auch nur fast. So, wir nehmen den Dicken hier mit vor als kleiner Tank. Oh, jetzt kriegen wir gleich meine. Mein Pony ist jetzt schon weg, okay. Mein Pony ist jetzt schon weg. Da lauft man ein bisschen schneller. Dass ihr nicht so. Vor allen Dingen der Scattershot wird gleich wahrscheinlich nicht auf meine. Oh, meine Queen nimmt sich den Scattershot vor. Perfekt. Und dann gehen wir hier rein. Gehen wir hier rein. Ding zünden. Den hinterher. Und den royalen Gladiator auch. Oh, da geht's ab. Da geht ganz doll ab. Okay, ich hoffe, dass die Zündung gut war. Konnte ich jetzt ganz, ganz schlecht abschätzen. Aber hier muss gefrostet werden. Oh, der Frost war shit. Der Frost war mies, Leute. Der Frost war nicht gut. Da ist noch eine Falle. Und mal gucken, das Lager. Ich wollte gerade sagen, man ist immer auf die Ressourcen hier so aus, ne? Aber ich brauche sie ja nicht mehr so ganz wirklich. Den Royal Champion kann ich noch machen. Da. Easy. Easy. Okay. Ich hab ja immer eine Ausrede. Er hatte keine Clanburg. Er hatte keine Clanburg. Und aber 150 Punkte dabei. Helden sind sofort wieder da. Da müsste ich jetzt eigentlich mein anderes iPhone hier starten. Aber das Dusselige ist. Der. Mal laden. Ja, alles so ähnlich, so, ne, so Livestream-mäßig. So, dann laden wir das mal eben. Das hier. Weil ich jetzt, glaube ich, Luft dabei habe. Ja, erstmal auswählen. Perfekt. Sehr schön. Ich jetzt mal auf. Und das? Weiß gar nicht, ob man das hört. Und dann gucken wir mal, was wir hier eigentlich mit Luft machen können. 2, 2, 2, 2, 2. Felsenwerfer. Ein Stern. Aber nehmen wir mal einen Felsenwerfer. Nehmen hier rein, dann ist jetzt nicht so gut die Truppe, glaube ich. Was nimmt man da jetzt rein, ne? Nur, das ist eigentlich auch doof, indem wir Drachen. Wir nehmen mal noch zusätzliche Drachen mit. Sagen und einen Felsenschmeißer. Ich habe wieder einen Giftzauber dabei. Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. So, eben mal hier unten wechseln. Auf den Avatar. Und dann spende ich mir jetzt mal eben. Halt, habe ich eine Spendenquest? Mal gucken. Ja, ich habe eine Spendenquest. Ich muss Zauber spenden. Machen. Voll. Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt eigentlich sofort wieder loslegen mit unseren großen Drachen. Die benutze ich das erste Mal. Erste Mal Super Drachen. Die habe ich echt noch nicht benutzt. Und ich komme dem Pass auch immer näher. Ja, ich glaube, mit dem Account schaffe ich den Pass auch mal wieder. Da haben wir jetzt noch einen Tag, 17 Stunden Zeit. 2,360 haben wir im Sack. Das sah heute Morgen noch ganz anders aus. Aber jetzt mit den Clan-Spielen zusammen, wo man dann einfach mal ein bisschen gucken kann. Und ah, locker. Geht ja doch ganz gut. Also jetzt 650 Punkte haben wir schon. Kriegen gleich nochmal 100 Punkte dabei. Wenn wir hier die 1000 Punkte haben, denn die gibt es dann hier auch. Meine ich, ja, hier gibt es 200 Punkte sogar, dann haben wir das schon. Also ich schaffe wenigstens
auch mal wieder den Pass. Letzten Monat habe ich den Pass nicht mal geschafft, weil ich fast nichts gemacht habe. Schöne Rundbase. Da ich mit dieser Armee ja noch gar nirgends angegriffen habe, weiß ich natürlich auch gar nirgends, was ich eigentlich machen soll. Mal sehen, irgendwie eine Luftabwehr außen kriegen, Wachen setzen, irgendwie sowas. Eigentlich vielleicht mit dem Blimp etwas machen, also mit dem Zeppelin. Vielleicht eine Luftabwehr, ein Inferno oder ein Adler. Wäre, denke ich mal, das Sinnigste. Schwierig. Gold und Silber brauchen wir sowieso noch vieles. Ja, ich schneide euch das gleich wieder raus. Mann, was wieder eine lange Suche. Oh, Rotz. Bei dem Blauch ist Augenkrebs, wa? Oh. Ja, das ist das, was ich. Habe ich mir das. Ich glaub, das habe ich mir gar nicht gekauft. Oh. Heftig. Alle haben nur viel Dunkles und der hat auch mal ein bisschen Elex für uns. Perfekt. Okay, den nehmen wir mal mit. Und den nehmen wir mal mit, weil wir ihn mal mitnehmen. Der hat da hinten zwei Infernos am Ende. Okay. Hier vorne ist die Klamburg. Wir gucken mal, ob da was drin ist. Jawohl, da ist was drin. Perfekt sogar. Perfekt für uns. Das, also ich meine, den Inhalt dort. Ne? Der Inhalt ist perfekt für uns. Denn die Ballons schaffen den Abwurf. Ah, komm. Keiner hat einen Abwurf geschafft. Ein paar Mauerbrecher wären nicht schlecht, ne? Ein paar Mauerbrecher wären nicht schlecht. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ein paar Mauerbrecher wären jetzt nicht schlecht. So, jetzt muss ich allerdings die Queen gleich zünden. Und die bekommt noch die Luftabwehr. Jawohl. Okay. Nicht schlecht. Können wir eigentlich hier mit unseren Ballons reingehen. Nehmen hier mal auf diese Flanke unsere Drachen. Und den royalen Champion dahinter, einen Felsenwerfer. So, und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich mal. Oh, jetzt habe ich jetzt schon zwei genommen? Nee, ne? Waren keine zwei, ne? Oh, da muss ich hart frosten. Wo sind denn hier meine ganzen Trubbis? Oh, der King. Oh, er ist der King. Er ist der King. Jetzt habe ich die hier hinten natürlich in die Unverwundbarkeit gebracht. Denn wir müssen aber hier noch am Rathaus nochmal frosten, denke ich mal. Jawohl. Ah, die gehen aber zum Rathaus hin. Komm, schaffen die das?
Boah, da ist aber auch Feuer hier. Alter Falter. Einer ist in der Mitte, einer ist außen. Meine anderen beiden sind hier unten. Oh, na komm. Ah, der hat genug Trefferpunkte, Leute. Der hat genug Trefferpunkte. Und auch der hat natürlich nicht mehr genug Trefferpunkte. Das sind jetzt noch zwei Drachen. Allerdings ist da eine Luftabwehr. Der Magierturm wird noch geheilt. Aber ich glaube, ganz gut zu gebrauchen. Wenn auch, obwohl teuer sind die ja jetzt im Moment nicht. Müssen wir mal gucken, ob das der gleiche Preis ist. Oder ob es nur der Rausbringen-Preis ist für die drei Tage. Wir schaffen den Magierturm leider auch nicht mehr. Obwohl der jetzt nicht mehr ganz so schlimm wäre. Aber der Drachen hier, glaube ich, ist schon angeschlagen. Gehe mal ein bisschen näher. Ich gehe mal ein bisschen näher vor euch rein. Ich weiß, ihr habt den schon ganz oft gesehen bei anderen YouTubern, aber bei mir halt noch nicht. Und bei mir sieht der genauso schick aus, würde ich sagen. Da kommt die Luftabwehr. Oh, die geht noch auf die Minions erstmal. Okay, jetzt aber auf den großen Drachen. Ah, der hat auch ein paar Trefferpunkte. Geh dich doch jetzt mal um da zur Luftabwehr. Hopp, mal weg. Ah, oh, hat er geschafft. Er hat mich gehört. Aber Time Fail, okay. Ein Zeitfehler, okay. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber gut gemacht. Perfekt, 200 Punkte. Und ihr seht, das waren jetzt schon 850 Punkte in der kurzen Zeit. Das war jetzt keine halbe Stunde, glaube ich, das Video. Ja, doch, knapp eine halbe Stunde. Trotzdem hier schon so viel reingeholt. Mal eben gucken, wie teuer Drachen hier in der Ausbildung sind. Kosten. Dunkles Elixier. Was? Kosten ja Elex. Sehe ich gerade. Die kosten ja Elex. Ich habe gar nicht nachgebaut. Das ist aber doof. Ich habe gar nicht nachgebaut. Meine Truppe von davor. Bleibe ich ein bisschen bei Luft oder übe ich ein bisschen Hybrid? Ich übe ein bisschen Hybrid. Kann ich schaden. Übe ein bisschen Hybrid. Das kann ich schaden. Das habe ich jetzt nicht nachgebaut eben. Naja. Hat der Tod hier nicht nachgebaut. Also 4. Ein wenig davon. Wir nehmen diesmal ein paar Mauerbrecher mit. Ist, glaube ich, ein bisschen sinniger. Und so ein Pelzträger hier kann auch nicht schaden. So, das war jetzt einer zu viel. So machen wir das. Und den nehmen wir in die Schnellausbildung rein. Ich glaube, so geht es ganz gut. Ne, so ist es doof. Halt. Das ist besser. So ist es noch besser. 1, 2, 3, 2, 3, 2. 1, 2, 3. Passt das 4 davon? Jo, so können wir es machen. Belagerungsmaschine ist. Wir nehmen unseren eigenen Felsenwerfer mit. Würde ich sagen, wir haben den jetzt zwar verbraucht, aber wir brauchen auch einen eigenen. Also 850 Punkte in nicht mal 30 Minuten. Wenn man das jeden Tag macht, kommt man auf jeden Fall locker auf seine 4000 Punkte. Und ich glaube, ich muss meine Meinung zu den Clanspielen so ein bisschen drehen. Eigentlich ist es blöde, ein Muffel zu sein und diese Spiele nicht zu mögen. Man muss einfach nur durch, glaube ich, so ein bisschen. Und denn ich habe sie jetzt, ich habe jetzt mit dem anderen Account auch schon ein paar Punkte gemacht. Wir könnten sogar noch 31.850. Wir könnten sogar noch, die 50.000 schaffen wir leider nicht. Die 50.000 schaffen wir leider nicht. Eine dunkle Rune, okay, das brauchen jetzt die meisten bei uns jetzt nicht mehr. Ja, aber ich hatte auch gesehen, Bauarbeiter-Rune wird ganz, oder Bauarbeiter-Gold-Rune wird ganz, ganz hart angezweifelt. Braucht keiner mehr, habe ich bei mir in den Kommentaren gesehen. Stimmt gar nicht. Natürlich brauchen das so Accounts wie meine nicht mehr oder wie einige andere hohen 14er, 11er, 12er, keine Ahnung. Aber es gibt natürlich auch noch Anfänger. Es gibt Beginner, es gibt 2, 3, 5 Bases oder was auch immer. Da kannst du diese Runen natürlich immer noch super einsetzen. Also alles hat hier nach wie vor so ein bisschen Sinn und Zweck, außer die Clanspiele. Nein, die Clanspiele jetzt auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir am Ende, das ist nämlich jetzt, ein Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und dann am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Das habe ich zwar gestern noch schon gemacht. Gestern stimmt gar nicht. Heute schon gemacht, weil ich habe ja gesagt, ich bleibe fast gleich sitzen am Sonntag. Also die Aufnahme habe ich jetzt schon am Sonntag gemacht. Ist klar für montags. Aber ich habe jetzt morgens ein bisschen gedreht und nachmittags ein bisschen gedreht.
und bereite jetzt die kommende Woche mal ein bisschen weiter vor. Das heißt, vor allen Dingen muss ich hier ein bisschen sauber machen, Leute. Ihr seht das Chaos ja immer nur hinter mir. Vor mir ist das noch schlimmer. Okay, bis dahin, haltet die Ohren steif. Tschüss, euer Toto. Best.